Zahlreiche Interessierte hatten sich am vergangenen Sonnabend an der Textilreinigung und Wäscherei Güstrow eingefunden. Michael Trost lud mit seinen 24 Mitarbeitern zu einem Tag der offenen Tür ein. Das bedeutete, dass die Besucher auch einmal hinter die Kulissen sehen durften. In Rundgängen berichtete der Inhaber, worauf es hier ankommt. Schließlich hat sich die Wäscherei in den 135 Jahren des Bestehens weiterentwickelt. Wurden einst noch 50 Liter Wasser pro Kilogramm Wäsche benötigt, sind es heute gerade mal noch 5 Liter. Dieses Jubiläum haben wir auch zum Anlass genommen, diesen Tag der offenen Tür heute hier zu gestalten, weil viele Menschen noch daran oder die Vorstellung haben von der alten Wäscherei. Auch wenn wir 135 Jahre alt sind, stehen wir heute eigentlich unserem Mann mit der neuesten Technik, mit den modernsten Maschinen und sind eigentlich immer dazu oder versuchen immer ökologisch, sinnvoll die Wäsche auch zu waschen. 3000 Kilogramm Wäsche werden hier pro Tag durchschnittlich gewaschen, getrocknet und geglättet. Weil auch die Wäscherei von Hotels und dem Tourismus abhängig ist, gibt es im Sommer wesentlich mehr zu tun. Die Mitarbeiter demonstrierten dies auch an den riesigen Maschinen, wie alles vonstatten geht. Mit solch einem Ansturm zu seinem Tag der offenen Tür hatte Michael Trost aber dann doch nicht gerechnet. Ich freue mich natürlich, dass so viele Menschen Interesse daran haben, hier zu sehen, wie wir ihre oder potenzielle Kunden vielleicht auch zukünftige Wäsche hier waschen und bearbeiten. Draußen hatte er für die Gäste einiges vorbereitet. Neben Musik gab es Angebote für Kinder und es wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Schließlich seien die 135 Jahre ein guter Grund zum Feiern, so der Inhaber.